In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, welchen E-Antrieb wir verwenden an unseren Tauberer teilbaren E-Tandems. Und zwar den Brose Motor mit verschiedenen Komponenten. Fabian? Genau. Also wir haben hier einmal den Brose Drive S Motor. Der hat 90 Newtonmeter. Alleine aus dem Grund ist der stärkste Elektromotor in den E-Bikes. Und für zwei Personen brauchen wir einfach den ganz starken. Sonst hat das Ganze keinen Sinn und wir haben beim Fahren keinen Spaß mehr. Mit dem Akku, da haben wir einen 625 Wattstunden Akku vom BMZ. 635. Aber das merken Sie vielleicht. Und wir haben so eine Reichweite von 70 Kilometer ungefähr. Je nachdem natürlich, in welcher Stufe wir fahren. Gut, dann gehe ich schon über zum Display. Dazu müssen wir hier einmal auf den Akku-Knopf drücken, der hier jetzt leider auf der anderen Seite ist. Und dann hier einmal auf den On-Knopf. Genau. Jetzt startet das System gerade. Und jetzt habe ich die Möglichkeit hier zwischen vier Stufen zu wählen. Wir haben vier Unterstützungsstufen. Einmal Eco, Tour, Sport und Boost. Und je nachdem können wir variieren. Wir können das Licht ein- und ausschalten am Display und können verschiedene Modis durchtippen. Wie zum Beispiel Tagestrip, Kilometer Gesamt, Durchschnittsgeschwindigkeit, genau, solche Sachen. Und sonst ist es eigentlich schon fertig gehalten. Also es ist ganz abgespecktes Display, aber das Wesentliche ist alles dabei. Ist ein tolles Design. Also ich mit meiner schlechten Aura hier, ne, wenn man da so Gleitbrille hat beim Fahren, also selbst von hier aus kann ich es gut erkennen. Das war ein Metz-Display ist das. Und wir haben sogar ein Farbdisplay. Ah, noch dazu, gell? Ja. Grün ist der Akku und Rot und Dings und so weiter ist in dem Hoodie. Ja, ganz kurz noch einmal zu dem Brose-Motor würde ich gerne noch was sagen. Bei einem Tandem ist es so, sie haben ja zwei Menschen da drauf. Und normalerweise hast du zwei E-Bikes für zwei Personen. Also das heißt, ein Motor soll ja quasi jetzt zwei Personen da Berg hochbringen. Aus dem Grund habe ich mir auch diesen Brose-Motor gewählt. Drive S bedeutet, er ist verstärkt, er hat die maximale Leistung, maximale Kraft von einem Motor in der Brose, in dem ganzen System, was es hier gibt von Motoren. Und er ist verstärkt mit verstärkter Lache und so weiter. Noch ein Vorteil von dem Motor ist, er ist praktisch geräuschlos, weil der Antrieb innen drin läuft über eine Zahnriemen, genau, und nicht über Zahnräder. Es gibt auch andere Wettbewerbsprodukte, aber keiner so stark wie der. Er ist schön leise. Ich bin mit Eco gefahren bisher in Tour, es hat vollkommen ausgereicht. Und da berg ich hoch, Sie werden staunen, was da für ein Zug dahinter ist. Uff, also da geht es richtig ab. Ja, man muss auch wirklich sagen, die letzte Stufe, die Boost-Option, braucht man eigentlich wirklich nur am Berg. Also auf der Ebene braucht man sie wirklich gar nicht. Nee, brauchst du nicht. Noch ein großer Vorteil gehe ich über Hinterradmotoren. Es gibt auch Tandems mit Hinterradmotoren, aber der Motor selber treibt an und zwar meistens sind die Motoren getriebelos, das heißt sind reine Drehstrommotoren und da berg hoch brauche die wahnsinnig viel Strom. Hier sitzt der Steigermotor vorm Getriebe praktisch vor der Schaltung und dadurch wird die Kraft ja nochmal verstärkt. Das haben Sie jetzt verstanden, gell? Okay, also im nächsten Kapitel kommt dann die Schaltungen vor und dann erklären wir Ihnen das nochmal, der Zusammenhang zwischen dem Motor und den Schaltungen. Also bleiben Sie dabei und weiterhin viel Vergnügen.